Und weiter geht's hier in Russian Fishing 4. Wir sind hier gerade angekommen in unserem Camp, Alter, schön am Bärensee. Oh jawohl, Generator läuft auch schon. Und wir gönnen uns heute hier am Bärensee mal einen neuen Spot. Was heißt einen neuen Spot? Ich glaube, so richtig neue Spots gibt es hier nicht. Aber wir testen mal, ob wir hier nicht ein paar entspannte Karpfen rausziehen. Bisschen was Dickeres heute. Wir brauchen mal ein bisschen Gewicht wieder an der Rute. Und ich hoffe, da gehen ein paar richtige Klopper rein. So, und da sind wir schon wieder angekommen hier. Einer der klassischen Spots hier am Bärensee. Ich mache mal eben die Map auf. So, und wo wollen wir hin? Wir wollen hier, ja, ich sag mal so 25 Meter in diese Ecke hier, in diese Spitze hier vorne hinwerfen. Das ist das Ziel. Rüsten wir mal eben alles aus. Wir testen mit dem wohl momentan wichtigsten Köder überhaupt. Dem wichtigsten Köder überhaupt zurzeit am Bärensee. Und das ist Kokos-Sahne-Kombination. Ganz, ganz wild. Seit Wochen aktiv. Zuletzt sehr aktiv am 44,50. Wenn das Video rauskommt, vielleicht sogar immer noch aktiv. 44,50 ist ja, müsste hier so, ist hier der Bereich. Hier ist so diese Schilfkante. Hier vorne sind so die Seerosen, ein bisschen im Wasser, dass man so hinter die Seerosen wirft. Mit rund 20, 22 Meter. Das ist auch immer noch ein ganz wichtiger Spot. Und jetzt überlege ich gerade, wo habe ich schon wieder meine Rollen hingeschmissen, Alter. Die habe ich. Zwei Stück fehlen. Ah, eine ist hier noch. Aber da fehlt mir doch noch, oder? Ich guck mal. Rüsten wir die erstmal eben aus. So, ich bin mal ein bisschen dicker hier jetzt dran. Kokossahne. Ich habe auch gerade kein PVA. Dranne. Matt Myers Kokosnektar als Dip, Kokossahne, 16er Pop-Up und rein damit, relativ dicke Montage, weil auch ein relativ dicker Haken. Ich bin tendenziell gerade auf dicker aus, weniger auf Frequenz. Gucken wir mal, ob das lübt. So. Jawohl, ein bisschen anspannen noch hier. Und dann die nächste Rute. Was haben wir hier? Hier fehlt noch die Schnur drauf. Und hier ist das alles schon gleich alles eingestellt. Auch da die 25 Meter. Zack. Schön da vorne hin. So, wieder ein bisschen straff ziehen. Geht er schon zu sehr in den Clip rein, oder was? Und die dritte Route ist auch soweit fertig. Jawohl. Keine Futtermische. Fürs Karpfenangeln. Vielleicht bastel ich sogar gleich noch eine. Gucken wir mal. Zack. Bisschen einkurbeln wieder. So. Und straff ziehen. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal so rum in diesem Bereich. Da liegen jetzt die Köder. Und da gucken wir jetzt gleich einfach mal, ob da was geht. Ich teste mal wieder blind. Also ich stand jetzt hier nicht schon 3 Stunden vorher. Und hab das alles... Oh, es fängt schon an zu bimmeln. Hab das alles erörtert. Sondern ich höre mir so an, was die Dudes im Chat so sagen und schreiben. Im Feierabend-TV-Ingame-Chat. Und wenn die sagen, ja, Alter, ich bin hier nur noch am Rauskloppen, Alten. Dann gucke ich mir das natürlich auch gerne mal an. Ob das denn so funktioniert. Und ja, es scheint schon wieder ganz gut loszugehen.
Und selbst hier auf der 1, wo ein 1-0er-Haken riesig drauf ist, geht es auch direkt los. Weißer Amur, bisschen was Lüttes erstmal. Aber wie gesagt, es kann gerne klein anfangen. Wenn es dann gewaltig endet, ist das richtig geil. Dann wollen wir das so haben. So, zack. Auch hier natürlich wieder ein bisschen abwarten. Das Bimmel, ah, das ist immer schön. Das ist das Schöne beim Karpfenangeln. Wenn der Kopf richtig runter geht, zack. Und am besten geht es dann auch noch ab in die Bremse. Das ist immer das beste Zeichen. Boah, schmeißen wir direkt wieder rein. Untermaßiger Fisch wollen wir nicht. Weg damit. So. Aber so kann das schon anfangen. So kann das gerne gehen. Ja, Karpfenangeln in der Regel gar nicht so sehr meins. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt immer mal wieder auch mit einfließen lassen, hier auch in den Videos. Für mich auch selbst, einfach um auch ein bisschen mehr zu lernen noch. Ich mache damit ja gar nicht so viel, habe da auch in der Vergangenheit gar nicht so viel mitgemacht. Hatte jetzt zuletzt im Livestream auch nochmal wieder rumprobiert. Alter, der war aber heftig. Der war aber heftig. Das ist mir schon mal aufgefallen, dass das passiert. Dass der Fisch irgendwie dran rumzuppelt, dann aber, ob die Bremse zu hart dann eingestellt ist. Beim Hechtangeln hätte ich jetzt gesagt, Bremse zu hart eingestellt, der Fisch zieht vom Haken, zieht und fluppt irgendwie wieder los. Und beim Hechtangeln mache ich es dann halt so, lockere Bremse, er zieht, dreht sich um, flüchtet und dann kann man immer noch anziehen. Der Fisch ist doch jetzt weg. Da ist doch jetzt nichts dran, oder? Ja, kein Wiggeln, kein Anzeichen. Scheiße. Pah, ihr Karpfenangler, Frage an euch. Ihr Karpfenangler, passiert das häufiger? Kann man das? Kann man dem vorbeugen? Da seid ihr jetzt gefragt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, da gibt es irgendwelche Tipps unten in den Kommentaren von euch. Ich mache jetzt hier tatsächlich mal die Bremse ein bisschen runter. Wobei das ja jetzt kein besonders großer 1er Haken. Das ist ja kein gewaltig großer Haken, dass der irgendwie nicht... Oder ist der zu klein? Alter, da war safe eine Super Trophy dran und der Haken war einfach zu klein. Das wird's gewesen sein, ey. Da bimmelt's in der Mitte, guck mal hier. Also, grundsätzlich würde ich jetzt schon mal sagen, für mich als Karpfenangel-Laie schmeckt mir das schon. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also, wer Karpfenangeln immer so hingehen, drei Ruten rausballern und es kommt tatsächlich relativ zügig zu Bissen, egal wie groß, dann würde mir das schon reichen. Tendenziell würde ich natürlich auch immer auf Kartoffel testen, ne? Muss ich ja gestehen. Weil solche Brocken... Also solche Brocken, da bin ich zufrieden, wenn ich Level 12 bin und an einer Festung stehe. Aber fürs Karpfenangeln, weiß ich nicht. Bam, das ist wieder geil. So. Apropos Setup. Das letzte Mal, wo ich ja hier stand, war ich mit einem 10 Kilo Setup hier. Also eher einstiegsfreundlich. Und muss sagen, ja, man kann das tatsächlich auch ganz gut machen. Es gab immer noch ein paar Fragen, auch im Stream. Kann ich hier hin mit einer Feeder? Wie gesagt, so zwischen 10 und 15 Kilo ist es natürlich noch ein bisschen tricky. Wobei man hier durchaus, ja... Ich sag mal, mit einer, so ab 13, 14, 15 Kilo sollte man
sollte man hier ruhigen Gewissens auch einfach hingehen können. Also Bremskraft der Rolle, 13, 14 Kilo Bremskraft der Rolle, Tragfähigkeit der Route natürlich entsprechend. Immer einfach darauf achten, dass ihr ausreichend Meter auf der Rolle habt, wenn ihr halt in den harten Drill reingeht, und dann, ja, durchziehen. Einfach durchziehen. Wenn ich jetzt so in Discord mal geschaut habe, da gab es ein paar schöne Trophies auch auf kleinerem Setup. Also das funktioniert schon. Kein Stress damit. Einfach, Karpfen ist jetzt nicht so wild. Amur ist vielleicht jetzt ein bisschen wilder, aber jetzt so der normale Karpfen ist jetzt nicht so wild, dass man da irgendwie Panik haben muss. Einfach abwarten, nicht so wild hinterherkurbeln, den Fisch erstmal ziehen lassen. Und wenn er dann aufhört zu ziehen, dann wieder ein bisschen zurückziehen und so weiter. Langsam drillen, keine Panik, nicht wild die Rute hin und her schleudern, so wie ich das damals gemacht habe, als ich in dem Levelbereich war. Jetzt weiß ich auch, warum alle in meinem Chat geschrien haben, Alter, was machst du da? Muss man gar nicht. Ganz entspannt, keine Panik. Man kriegt den Fisch schon raus. So. Tja. Das Grundangeln hier. Ganz, ganz wild irgendwie. Bam. Das ist das Allergeilste. Das finde ich mega. Das ist für mich ähnlicher Effekt wie beim Hechtangeln, wenn dann der Kopf aus dem Wasser kommt. Waff. Und dann die Bremse. Ja, aber die ist ja noch locker, die Bremse, ne? Die hatte ich ja jetzt gerade extra locker eingestellt. Ein bisschen wieder hochziehen. Ich bin geneigt. Schön. Ja, schön. Ich bin geneigt hier. Zack. Ich bin geneigt hier eine Kartoffel rauszuschmeißen. Ihr wisst es, ich kann nicht lange. Ich kann nicht lange ohne rum zu experimentieren. Deswegen passt das beim Spinning auch immer so gut. Immer mal was testen, was Neues machen. Kartoffel. Oder einfach hier doch nochmal mit dem PVA dran. Wobei das natürlich unfair wäre, ne? Wenn man in dem Levelbereich ist hier, dass man an den Bärensee kann, kann man wahrscheinlich noch nicht PVA verwenden. Ich lasse das erstmal ohne. Wenn man die ganze Zeit Grundangeln durchgemacht hat, könnte man das von der XP her, glaube ich, sogar schaffen. Zack. Dass man die Pop-Up-Montage frei hat. Also wie gesagt, mit Pop-Up bin ich gerade dran. Ansonsten auch einfach mal mit den anderen Montagearten versuchen. Wichtig, wie gesagt, nehmen wir das mal hier so als Beispiel. Klar, das ist natürlich jetzt hier für euer Setup entsprechend. Einfach so einstellen, dass es klappt. Was man dann variieren kann, wäre die Hakengröße. Ich würde schon einen 1er Haken nehmen. Da auch gar nicht zu klein rangehen. 4er Haken wäre jetzt hier für vielleicht ein bisschen zu klein. Ja, und dann kann man natürlich auch hier nochmal variieren. Entweder mit etwas größeren Boilies. Wobei jetzt hier so ein 16er auch erstmal ein bisschen für Frequenz sorgen soll. Also Sahne, Kokos, Kokos-Sahne und dann Kokos-Nektar als Dip. Das halt so kombinieren und dann gib ihm. So, die ersten Brocken sind raus. Die ersten 10 Minuten hier. Ja, ich würde sagen, weiter gucken, was geht. Und wenn was geht, machen wir wieder hier Go, ne? Schalten wir wieder rein. Bis gleich. So, gerade mal eben die Route hier wieder ausgeworfen. Ich habe hier gerade was geändert, was ich noch nie
gemacht habe. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich musste nochmal rumtüdeln. Erstmal haben wir hier gerade ein bisschen was Kleines dran. Immerhin. So, 25 Meter. Und zum anderen... Zum anderen habe ich mal eine andere Montage verwendet, Alter. Uff. Oh, bis. Auf der neuen Montage. Gleiche Köderkombi mit Hinchstiff Rick. Unaussprechlich, Alter. Hinchstiff Rick. Dafür braucht man so ein Hinchstiff Rick Vorfach mit so einem extra Getüdel da dran. Und dann tüdelt man das da so irgendwie drum und dran. Und dann kommt der Fisch. Im Idealfall, würde ich sagen. Im Idealfall. Und was für ein gewaltiger Brocken. Alter. Ich wäre stets begeistert, wenn ich nur solche... ja, rumprobieren, machen und tun. Gucken, was geht. Einfach gucken, was geht. War hier was dran? Nee, noch nicht. Hat sich noch nicht dafür entschieden. Aber ich habe noch keine Kartoffel reingeschmissen. Ob ich das durchhalte? Uff, ey. Keine Kartoffel reinwerfen? Es würde mich ja schon extrem reizen. Extrem. Ich sehe mich hier schon mit der Kartoffel. Ich sehe mich hier schon mit der Kartoffel nicht gebissen. Wieder dieser Effekt. Alter, da werde ich wild. Da werde ich wild. Da fluppt das Ding ab. Dafür, wenn ich das vergleiche mit dem, wie gesagt, mit dem Spinning, dafür ist beim Karpfenangeln zu wenig Frequenz. Wenn das passiert und es fluppt mir beim Spinning, ich meine, da hast du ja quasi mit jedem Wurf hast du da einen Biss. Aber hier, da darf das nicht passieren. Katastrophe direkt. Da bist du froh, dass da was geht. Und da hast du auch noch einen Fisch. Guck mal, wie die Rute runtergeschossen ist. Die ist ja richtig runtergegangen. Was ist denn mit dir? Guck mal, jetzt ist er schön, ist er reingegangen. Aber Frequenz. Ist das eine erhöhte Frequenz mit dieser Montage? Also zumindest sofort Biss. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch nicht deren fucking Ernst. Du musst das mal umrechnen in Realtime. Wie viel In-Game-Stunden dieser Fisch hier... Nee, er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden.
Ich glaube, Karpfenangler. Eigentlich habe ich Karpfenangler immer so als, ja, entspannt mit dem Campingstuhl da sitzen, ne? Und mal gucken, was geht. So schön entspannt, habe ich mir gedacht. Karpfenangler, wenn da mal so ein dicker Brocken da geht, kein Problem, ziehe ich ja raus mit der Rute. Aber ich glaube, Karpfenangler, Alter, Nerven aus Stahl. Ich würde schon komplett eskalieren, ey. Bam. Ui, geil, ey. Geht auch schön rein. Nerven aus Stahl. Hundertprozentig. Oder die verwenden einfach nicht die Bimmeln, sondern einfach nur die Lampen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh ja, ich glaube, ich sollte nur die Lampen verwenden. Da werde ich hier nicht so kirre bei. So, ich mache die Bremse wieder runter. Und guck mal, hier in der Mitte. Was hab ich denn jetzt hier verändert? Hier habe ich nichts verändert. Das ist noch Standard Pop-Up. Das ist genauso Standard Pop-Up. Genauso. Aber da geht einfach nichts. Und das ist dieses Hinged Stiff Rig. Ja. Und das habe ich, glaube ich, ja noch nicht mal geskillt, ne? Grund, kann man das? Da, kann man. Ist eine verlängerte Version des Des Chotricks. Es gibt ein Chotrick. Muss jedoch nicht mit einer Helikoptermontage gefischt werden. Das ist natürlich vorteilhaft. Ach, hier ist das Chotrick. Das kommt sogar erst. Das ist sogar viel später. Unterscheidet sich deutlich von den bekannten Rigs. Safety Clip, Inline Blight, Chotrick ist vereinfacht erklärt, eine Helikopter-Rig mit einem kurzen Vorfach, das mit einem Pop-Up-Boilie gefischt wird. Für Schwimmen, für krautigen Boden. Vorwiegend für Distanzwürfe, für weiche Böden. Oh oh. Mal ohne Scheiß, Leute, Alter. Ich baller gleich da was anderes dran. Hier in der Mitte geht die ganze Zeit gar nichts, ne? Doch, jetzt. Bimmelt ja auch. Okay. Also, Pop-Up-Rig. Stiff-Rig. Und hier ist auch noch... Schön. Schön. Feini. Komm ran hier. Ja. 11 Kilo. Schon länger nicht mehr so einen schönen 11 Kilo Schuppi gehabt. So. So. Leute, so langsam lübt da was. So langsam lübt da was. Hier. Kleinscheiß. Sofort auf das andere. Auch Kleinscheiß. Ich dachte wenigstens, dass jetzt hier mit der anderen Montage da ein bisschen was Dickeres geht. Aber auch nur ein... Oder ist das eine Barbe? Nee, keine Barbe. Kleiner Amour. Okay, ich lasse das jetzt mal hier mit dem so, wie es ist. Ich ändere diese Montage jetzt hier nicht. Soll ich die nochmal ändern? Uff, eine Schleie? Seriously. Schön. Soll ich das nochmal ändern? Ich kann das mal ändern. Warte mal. Komm, wir machen das mal wie am Bernsteinsee. Mit dem Tintenfisch. Kokossahne only. Mit Dip.
Aber da wäre auch PVA mit drin. Habe ich aber jetzt nicht. Gucken wir mal, was da geht. Mais only. Das wäre ja auch lustig. Testen! Alles testen. Siehst du, da macht es dann, also da muss ich ja sagen, das macht ja dann doch wieder Bock, ne? Einmal hier so ein anderes Rig getestet, noch nie gemacht. Und ich fange was. Guck mal hier, da. Gerade erst ausgeworfen. Gerade ausgeworfen. Ich bin sehr gespannt, wie groß der Fisch sein wird. Es ist nur das Maiskorn. Zack, auf der 3 geht auch was. Das hier ist immer noch klassisch als Referenzroute sozusagen. Schlechte Referenz. Schmeißen wir wieder rein. Zack. Und jetzt hier Maiskorn. Guck. Guck, Sahne. Only. Zack. Oh, viel zu klein. Egal. Ein Fisch ist noch kein... Die waren auf der anderen Montage auch so anders zusammengebaut. Deswegen müssen da mindestens mal 2 oder 3 Fische ranbeißen. Und es bimmelt weiter. Ja, Leute. Also, im Großen und Ganzen. Rumprobieren. Am Bärensee. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Kokossahne. Machen wir mal hier so. Da werfe ich hin. Ja, sieht auch gut aus. 25 Meter hier so in diesem Bereich. Es bimmelt auf Kokossahne. Ich habe diesmal keine Kartoffel verwendet. Schande, keine Kartoffel. Die kommt von euch. Wäre nett, wenn das mal einer testet. Einfach mal reinschreiben unten in die Kommentare, ob da die Kartoffel auch funktioniert. Vielleicht funktioniert ja auch die Kartoffel. Wenn dir das Ganze hier geholfen hat, da Daumen da lassen. Gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Bam. Und dann sehen wir uns entweder auf Twitch das nächste Mal im Livestream. Montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr in der Regel. Oder dann hier im nächsten Video. Petri zusammen.